Tag zusammen. Hallo. Wir sind Fortissimo mit den Weihnachtsmützen. Ja, hier. In Weihnachtsstimmung. Ja, auf jeden Fall. Kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten quasi haben wir die Weihnachtsmützen wieder ausgepackt. Ja. Und wir möchten uns an dieser Stelle mit diesem kleinen Video bei euch allen mal kurz bedanken, denn das kam dieses Jahr vielleicht sogar noch zu kurz und das möchten wir natürlich nicht missen noch zu tun. Nämlich all denjenigen zu danken, die 2013 für uns so unvergesslich gemacht haben. Es war ein ereignisreiches Jahr, wir hatten jede Menge erlebt und wollen euch das Ganze jetzt noch in einem kleinen Jahresrückblick nochmal darbieten und Revue passieren lassen. Im Januar hat es natürlich angefangen. Wir haben unseren neuen Bassisten Marco T. Aliaga in die Band aufgenommen, was lange überfällig war. Und jetzt möchten wir nochmal von dir wissen, Wie war es denn so? Dieses Jahr mit dir. Das war ein sehr ereignisreiches erstes Jahr mit euch. Schön, dass es jetzt vorbei ist. Und wir nach vorne schauen. Ja, viele tolle Ereignisse, viele tolle Konzerte, viele tolle Menschen kennengelernt und durchweg positive Erlebnisse gehabt. Gut, die Musik bringt einem noch viel mehr und auch mit euch zu arbeiten musikalisch macht sehr viel Spaß und es hat mich sehr bereichert. Ja, uns auch. Uns euch auch, natürlich. Könnt ihr niemals zustimmen, lieber Mann. Okay. Ja, also du ziehst ein positives Fazit. Ich sehe ein positives Fazit. Wird gezogen. Wird gezogen, ja. Ja, wie der Marco schon gesagt hat, wir hatten viele Auftritte dieses Jahr und so der Hauptmonat für uns war eigentlich der August, wo wir unser erstes eigenes Konzert hatten im alten Bahnhof in Wittlingen. Ja. Vor ja, eigentlich ausverkauftem Haus sozusagen. Ja, und dann ging es auch direkt schon weiter nach Berlin für uns ans Brandenburger Tor. Da haben wir auf beim Deutschlandfest gespielt und auf der Festmeile direkt beim Brandenburger Tor. Das war echt der absolute Hammer. Geil, ja. Und ein Handy. Was ist da denn los? Schön. Ja. In der Schule muss man damals einen Kuchen mitbringen. Nächstes Jahr geht's direkt schon weiter. Genau, wir haben nämlich, wie bereits seit langem angekündigt, jetzt tatsächlich mal einen fixen Termin. Und zwar werden wir tatsächlich, ohne Scheiß, ja, im Januar unsere CD aufnehmen. Ja, mach mal was. Genau, wir freuen uns da riesig drauf. Das wird eine tolle Sache. Und wir hoffen dann, dass im Februar alles fertig sein wird und die CD natürlich im Laden überall, ja. Danke, lieber Tobi. Ja, danke, das reicht ja. Ja. Ja, und ich bin fertig. Ja, ich denke, da haben wir alles gesagt. Einen Kurzüberblick des Jahres 2013 geliefert. Und uns bleibt eigentlich jetzt an dieser Stelle nur noch eins zu sagen. Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich nur das Beste für 2014. Bleiben und Sie uns treu. Haha, noch ein Ding. Richtig. Morgen an Weihnachten haben wir ein schönes Geschenk noch für gibt's euch. Gibt's ein Special? Dann gibt's ein Special. Also bleibt auf unserer Seite. Guckt mal vorbei. Morgen, bis morgen ein schönes Special-Video. Und wir sagen tschüss, bis nächstes Jahr. Ja. Ciao. Ciao. Ich spiel was. Okay, ich spiel was.